Unterschicht ist heute das Thema, ein gesellschaftliches Problem. Und die Soziologie hat im Grunde keine Antworten, wie man das Problem löst. Denn im Grunde ist der Begriff der Unterschicht soziologisch gesehen ja immer vorhanden. Also selbst eine sehr reiche Gesellschaft oder eine sehr gebildete Gesellschaft hätte ja dann doch einen unteren Rand, den man Unterschicht nennen könnte. In diesem Video geht es aber darum, was die eigentliche Unterschicht ist und wie man die erheben kann, sodass die herausfindet aus dem Unteren nach oben. Unterschicht eigentlich nämlich, das ist nichts Soziologisches. Es gibt sehr arme Menschen, es gibt sehr ungebildete Menschen, es gibt auch Menschen, die können nicht schreiben und lesen und die gehören trotzdem nicht zur Unterschicht. Unterschicht ist letztendlich in eins fallend mit dem gottlosen Menschen. Die Unterschicht versammelt in sich die gottlosen Menschen. Wer gottlos lebt, der konstruiert die Unterschicht, der fügt sich in die Unterschicht ein. Und je mehr gottlose Menschen eine Gesellschaft hat, desto größer ist die Unterschicht. Was kann man dagegen tun? Natürlich klar, man muss den Menschen sagen, nicht nur sagen, sondern vorleben, dass es Gott gibt. Aber dazu muss man erstmal ein Bewusstsein dafür haben. Das heißt letztendlich eigentlich müsste man Menschen haben, die der Bibel glauben. Denn dort steht drin, wer Gott ist, wie er ist, wie wir Kontakt zu ihm aufnehmen können, was ihm gefällt. Und wer das glaubt, der begibt sich aus der Unterschicht heraus. Der konkrete Weg, sich aus der Unterschicht herauszubegeben, besteht darin, dass man Gottes Geist erhält. Das ist nun ein hehres Wort, aber da gibt es einen Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, der erhält den Heiligen Geist. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, für den wird das gültig, was Jesus am Kreuz getan hat, das heißt die Sündenvergebung. Mit Sünden gelangt man nicht in das Paradies. Und der Heilige Geist, den dieser Mensch, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, erhält, er ist der Führer in das Paradies. Dazu also dieses Video, wenn du zur Unterschicht gehörst, das heißt zu den Gottlosen, dann kehre um. Glaube an Jesus, aber mehr als das, glaube nicht nur irgendwie an Jesus, dass es ihn gegeben hat. Viele reden in der Vergangenheitsform, wenn sie von Jesus sprechen, Jesus war ein guter Mensch, höre ich öfter. Aber Jesus lebt. Nimm du Jesus den Lebendigen als deinen Herrn und Retter an. Und jetzt noch das Besondere, Jesus lebt nicht nur, sondern bevor etwas war, war Gott. Da war die göttliche Einheit aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, den du erhältst, wenn du den Sohn Gottes als deinen Herrn und Retter annimmst. Durch Jesus Christus hat Gott alles geschaffen. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, erhältst du den Heiligen Geist. Er ist die Führung fortan durch deine restliche Lebenszeit. Das wird deine restliche Lebenszeit fruchtbar gestalten und das, dich aus der Unterschicht heraushebend, wird günstig sein für deine Familie, für den Ort, in dem du lebst, für das Land, in dem du lebst und für die ganze Welt. Jeder Christ ist ein Plusfaktor in der Welt durch den Heiligen Geist. Wir können nämlich nichts von uns selbst aus tun. Wir haben einen ganz beschränkten Horizont. Gott allein ist gut. Einer ist gut, Gott hat Jesus gesagt. Und wenn wir das Gute wollen, in unserer Familie, in unserem Ort, in der Gesellschaft oder auf der Welt insgesamt, dann brauchen wir den, der allein den Überblick hat. Das ist Gott und das geschieht durch den Heiligen Geist, den derjenige erhält, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt und der sich damit aus der Unterschicht herausbegibt.
Der Heilige Geist wird dich führen durch den Rest deines Lebens fruchtbar. Am Ende gehst du durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades, Scheol genannt in den alten Schriften der Bibel. Ganz am Ende der Zeit findet die Auferstehung statt. Das macht dann den sichtbaren Qualitätsunterschied aus. Du wirst auferstehen in einem weißen Gewand sozusagen, in einem eigentümlichen Glanz. Und an diesem letzten Tag der Auferstehung gehst du dann in dieser besonderen Befindlichkeit, in diesem eigentümlichen Glanz, in das Endgericht vor Gott. Gott sieht dieses weiße Gewand, diesen eigentümlichen Glanz. Er sieht daran, dass du in deiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hattest. Und das bedeutet, deine Sünden hattest du an das Kreuz abgegeben. Da ist nichts mehr zu richten in dieser endgerichtlichen Situation. Und deshalb wirst du im eigentümlichen Glanz, im weißen Gewand hindurchgewunken durch das Endgericht in das Paradies. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Einen anderen Weg der Rettung gibt es nicht. Wenn es den gäbe, Gott hätte den Weg gewiesen. Er hätte seinem Sohn von vor aller Zeit die Menschwerdung in der Zeit mit dem harten Kreuzesweg, 6 Stunden am Kreuz zu sterben für deine Sünden, diesen harten Kreuzesweg hätte er ihm erspart. Es gibt keinen anderen Weg. Nimm du das an, gib deine Sünden an das Kreuz ab, nimm Jesus Christus als Herrn und Retter an, werde ein Kind Gottes, begib dich aus der Unterschicht heraus und wir werden uns sehen am Ende der Zeit im Paradies und ich werde mich freuen. Gottes Segen. Amen.